Dem Titans Web TV sei Dank zeigt Fanblock Bilder vom Playoff-Rückspiel in Recklinghausen. Doch es war nicht wirklich schön, was die Titans vor knapp 500 Zuschauern auf die Platte brachten. Den Auftakt verstiefen die Elbe-Riesen komplett. Nach 5 Minuten führte Recklinghausen bereits mit 16:0. Die ersten Punkte aus dem Spiel heraus gab es für die Titans nach rekordverdächtigen 7 Minuten. Wir haben das erste Viertel verschlagen, das hat jeder gesehen. Und dann ist es schwer, mit 20 Punkten Rückstand zurückzukommen. Wir haben es geschafft, uns wieder, glaube ich, auf 6 ranzukämpfen. Fürwahr, die Titans konnten bis zur Pause den Rückstand verkürzen. Beim Stand von 40:31 ging es in die Kabine. Zur Halbzeit war ja sozusagen alles wieder gut, nach dem ersten Viertel, was wir da ziemlich verrammelt haben. Und da war ja alles wieder möglich. Also wie viele Punkte waren es zur Halbzeit? Ich weiß nicht. 40:31. 9, also alles gut eigentlich. Die Schwankungen im Titans-Spiel setzten sich fort. Einzig Andrew Jones konnte regelmäßig punkten. Am Ende war er wieder einmal mit 26 Zählern der beste Werfer bei den Dresdnern. Die City Baskets setzten Team Spirit entgegen, punkteten konstant und das nicht selten auch dreifach. Fast in jeder Statistik hatten die Titans am Ende das Nachsehen. Ich glaube, wir hatten zur Halbzeit 14 Turnover und 8 Offensiv-Rebound für den Gegner. Obwohl wir die ganze Saison reboundmäßig dominant waren gegen alle anderen Teams. Das junge Titans-Team hat im Playoff-Rückspiel ordentlich Lehrgeld gezahlt. Die City Baskets Recklinghausen gewinnen mit 96:74. Viel Zeit aber bleibt den Titans nicht, um aus den Fehlern zu lernen. Das alles entscheidende Spiel steigt nun in der Dresdner Margon Arena. Bereits am Dienstag heißt das Motto Siegen oder Fliegen.